In vielen finanziellen Bildungspaketen wird vor allem in Hardware investiert, in die Infrastruktur, in Geräte direkt an Schulen. Und das ist auch absolut wichtig, weil ohne Technik funktioniert es nun mal nicht. Aber es ist halt nicht ausreichend. Wir brauchen Personal an Schulen und das muss finanziert werden und das muss mitgedacht werden. Wir brauchen Administratoren, wir brauchen Wartungstechniker. Sowas machen an vielen Schulen immer noch Lehrerinnen und Lehrer. Und eigentlich sind sie dafür gar nicht ausgebildet und machen das halt so gut es eben geht. Selbst an Schulen, wo das schon mitgedacht wird, wo also ausgebildetes Personal das übernimmt, wird immer noch zu wenig die pädagogische und didaktische Komponente mitbedacht. Wir bräuchten sowas wie einen Medienberater oder eine Medienberaterin an jeder Schule optimalerweise, die an der Schnittstelle sitzt zwischen der Technik und dem methodisch-didaktischen Einsatz im Unterricht. Viele Kolleginnen haben nämlich überhaupt noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, entsprechend zu arbeiten, weil die Technik und die Infrastruktur einfach nicht vorhanden war. Und die brauchen Unterstützung. Und das kann so ein medienberatende Person an Schulen leisten. Zwar gibt es in einigen Ländern Landesmedienberater, die leisten auch gute Arbeit und sind wichtig, aber sie können natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Die sind dann für vielleicht 100 Schulen zuständig und das wird schwierig, weil die Fragen halt konkret vor Ort gestellt werden. Und eine Medienberaterin oder ein Medienberater ist vor Ort direkt zuständig, kann im Flurgespräch direkte Hilfe anbieten, auf kurzen Wegen, kann Fortbildung für das Kollegium geben oder auch auf das reichhaltige Fortbildungsangebot hinweisen, kann auch die Schulleitung unterstützen, ne, bei Fragen der digitalen Schulentwicklung und kann auch, das war bei uns in der Gruppe Gespräch, auch sowas wie ein Ansprechpartner für Vernetzung mit externen Partnern in der Region sein. Es ist nicht zuletzt Beziehungsarbeit, die hier getätigt wird und die zu einer aufgeschlossenen, interessierten Haltung im Kollegium beitragen kann. Das ist kein Konzept, was es noch gar nicht gibt. Also es gibt zum Beispiel in der Schweiz die Möglichkeit oder den Ausbildungsbereich der PICs, des pädagogischen ICT-Supports. Und es gibt in deutschen Schulen im Ausland den Educational Technology Coach oder den Multimedia-Berater auch in Baden-Württemberg. Wenn man die aber miteinander vergleicht, dann sieht man, dass da doch eine erhebliche Spanne ist. Also von einer halben Stunde Entlastung bis zu einer ganzen Stelle ist da sehr breit angesiedelt. Und hier gilt einfach mehr bringt mehr. Solche Menschen müssten bezahlt werden halt. Sie müssten Entlastungsstunden bekommen. Sie müssten auch freigestellt werden für Fortbildung, weil die schon sehr, dieses Thema einfach sich ständig entwickelt. Zum Beispiel das Thema OER. Auch da müsste man sich ja entsprechend auskennen. So ein Medienberater wäre auch gut, um entsprechend Fortbildung anzubieten oder Beratung zu OER anzubieten im Kollegium. OER sind nämlich die Grundlage für viele digitale Unterrichtsszenarien. Ohne die funktioniert das gar nicht. Die Rechtssicherheit ist hier zu nennen. Und sie sind auch entsprechend hochgradig veränderbar. Das heißt, deshalb gut für die Binnendifferenzierung und somit ein wertvolles Mittel, um Integration und Inklusion in Schulen überhaupt, ich will nicht sagen möglich zu machen, aber doch zu fördern.